Whisky-Fans, wir müssen uns beeilen. Das Kabel ist defekt. Das war auch lustig. Du hast gerade das Zoom-Meeting gestartet. Ich habe auf Annehmen geklickt und dann machte die Kamera. Und dann habe ich so das Kabel weg. Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners mit dem Paddington Und mit Leon. Und mit einem Bowmore 18 Jahre. Und zwar heißt das Ganze Deep and Complex. Es gibt nämlich verschiedene Bowmore 18 Jahre alte Dinger, deswegen finde ich immer sehr verwirrend. Aber wir hatten neulich schon mal ein Bowmore 15 Video released und heute kommt quasi die Fortsetzung. Wir probieren 18 Jahre alten Bowmore. Und ja, ich mache mal kurz Plop. Ein kleiner Schlumper, das ist so ein entspannter Plop. Ist ja auch schon fast leer, die Flasche. Ja, 18 Jahre, Eiler-Brennerei, legendär, die älteste Brennerei auf der Insel Eiler. Paddy, wir schenken ein, würde ich sagen. Ne? Dü, dü, dü. Und ja, also ich kann eigentlich jetzt schon von vornherein sagen, das ist eine der wenigen Flaschen, die ich in meinem Leben, glaube ich, sehr, sehr schnell geleert habe. Ich war in Norwegen unterwegs, letztes Jahr, glaube ich, mit dem Auto. Und ich glaube, ich hatte eine Flasche davon dabei und die war so ruckzuck leer. Ich habe sie nicht alleine getrunken. Aber, ne, share the whiskey, share the experience. Macht einfach Spaß, mit anderen Leuten zu trinken. Ja, Paddy, wir halten unser Näschen rein, erzählen ein bisschen was dazu, dann kommt das Fazit und dann wird das Ganze nochmal verglichen mit dem 15er und wir werden euch ja, unser Kommentar dazu abgeben. Lohnt sich der, lohnen sich beide, ist einer besser als der andere und so weiter. Und Paddy versucht, nicht die Fliege zu fangen und seine Kamera auszunocken. Paddy, genau. Was riechst du denn? Nicht so schnell Rauch in your face. Der ist etwas zurückhaltender. Etwas, ich möchte fast sagen, gentleman-like. Dazu gesellen sich aber richtig lecker irgendwie so leicht saure Früchte, sowas wie Stachelbeeren. Ich habe auch Renikloden im Kopf, also so eine Art Pflaume, was ein bisschen aber so auf der grünen Seite halt ist. Mhm. Es ist aber trotzdem auf der anderen Seite sind Datteln, Rosinen, Rumtopf, ja, also so sherry-lastige Noten sind auch mit da. Aber er hat trotzdem noch so einen frischen Kick, was ich halt gerade sehr, sehr spannend finde. Also es ist wie so eine rote Grütze, die man mit einer grünen Grütze vermischt hat. Um hier im norddeutschen Jargon so ein bisschen zu bleiben. Dahinter ist so Lagerfeuer und ein bisschen, das geht so ein bisschen ins Gummiartige, so ganz leicht für mich gerade. Ich hab sogar Kalkstein gerade, Tabak, Pfeifentabak, um genau zu sein. Ja, ganz toll. Also ein aromatisierter Pfeifentabak, aber mehr so, als wenn man die Pfeife auch schon angeraucht hat und eine Pfeife ausgeklopft hat. Das bedeutet, da ist auch schon so ein bisschen Pfeifenasche. Wow. Ja, ja. Deep and complex, meine Freunde. Ja. Also muss man wirklich sagen, die Nase ist ein Traum. Also wirklich, wer Rauch mag, wer auch auf alte Whisky steht, ich muss wirklich sagen, im Standardsegment ist der 18er Bowmore aus meiner Sicht immer noch ein Whisky, der gut verfügbar ist, der preislich in Ordnung ist. Der liegt immer so zwischen 65 und 80 Euro ungefähr, so roundabout aktuell, wo wir das Video drehen, ne? Wir wissen es immer nicht. Leder, Tabak, dunkle Früchte, Beeren, was Paddy gesagt hat, Marmelade, erloschenes Lagerfeuer, erloschenes Streichholz. Da, und vor allem, das sind alles Notes, was man ja immer nicht beschreiben kann, ist ja die breite Komplexität. Und diese Nase ist, und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, warum man auch sagen kann, es gibt Whiskys, deren Aromen sind leichter zugänglich und es gibt Whiskys, die sind einfach so komplex, dass man die Aromen so ein bisschen einfangen muss. Und bei hier merkt man schon sehr deutlich, jetzt auch gerade mit Erinnerung an den 15er, der hat einfach mehr Aromen. Also der ist komplexer, der hat mehr in der Nase. Es ist alles ein bisschen leiser, aber dafür mehr. Weißt du, was ich meine? Also so, es geht so in die Breite einfach. Diese Aromen gehen wirklich in die Breite. Man hat direkt Bock reinzubeißen, aber man kann sich wirklich lange aufhalten. Und für Rauchfans ist das aus meiner Sicht echt eine Empfehlung, da mal das Näschen reinzuhalten. Auch wenn es komisch aussieht, ne? Du musst mal so ein bisschen von der Seite riechen, dann kriege ich Erdbeeren. Das ist total geil. Ja, Erdbeeren generell, finde ich, sind hier drin. Ja. Also so, wenn man so ganz von der Seite riecht. Ja, bei mir ist heute das rechte Nasenloch das stärkere. Das linke riecht aktuell gar nicht so viel. Deswegen bin ich heute so ein bisschen hier unterwegs. Aber Erdbeeren finde ich eine sehr gute Tasting Note. Also vor allem eingelegte Erdbeeren.
eingekochte, eingelegte Erdbeeren und dann dazu eben so ein leichter Rauch, so ein Ascherauch. Mhm. Sehr gibt sehr, so, ja. Es gibt so eine Marmelade, die hat so einen weiß-rot karierten Deckel immer. Das ist irgendwie so, da steht irgendwas Französisches drauf, ich weiß nicht. Aber da gibt es so eine Erdbeermarmelade, die hat so richtig dicke Erdbeerstücke noch, irgendwie so eine Walderdbeermarmelade oder sowas. Das ist so nur mit Asche. Wenn das Ding so in Asche gefallen ist und denkst du, ach egal, schmeckt immer noch. Es ist wirklich und auch so minimale Jodnoten. Ja, oh ja. Es ist einfach ein unglaublich interessanter, leckerer und aus meiner Sicht komplexe Nase. Dafür, dass es eine Standardabfüllung ist mit 43% gefärbtes Todes, I don't care. Solange dieser Whisky so performt, ist es für mich einfach ein Träumchen. Kassler. Ich habe Kassler hier. Ja, also, ja, fleischig kann man ja oft so ein bisschen aus diesen Rauch- und Jodnoten noch rauslesen. So, ne, vom. Lass mal reinbeißen. Ich habe richtig Bock. Also ich bin, ja. Nee, also lass doch ruhig noch mal 10 Minuten Tasting Notes sagen, damit du anfängst richtig zu sagen. Nein, Quatsch, komm. Cheers auf die Helme, Prost auf euch. Ja. Share the Whisky, share the Experience. HDGDL, Kussi, Kussi, tschüss. Ich habe es eben gerade schon gesagt, wenn man viele Geräusche für den Whisky hat, ist der gut. Trifft seidig, wirklich seidig auf die Zunge, macht sich breit, kommt mit Rauch, dann mit ganz vielen Tasting Notes. Ein ganz schöner, und jetzt bin ich nochmal sehr spezifisch, ein rosa Pfeffer. Wenn man mal auf ein rosa Pfefferkorn gebissen hat, dann versteht man diese Süße und diese leichte Schärfe, die halt mit da reinkommt. Eine Komposition aus so vielen Aromen. Oh Gott, ich werde richtig lyrisch heute. Und hinten raus trocken. Ja. Espresso. Fast leicht erdig sogar. Erdig, ja. Ja, ne? Erdige Noten passen total gut auf jeden Fall. Wahnsinn. So eingekochtes Stew. Also so, ich weiß nicht, sag dir was für eine Jus. Weißt du, was Jus ist? So ein, dieses Gelee-Zeug, was, also so, das ist eine, ja, irgendwie Maggi im Dick, hätte ich fast gesagt. Ich bin total happy, dass du gerade so vor dich hin erzählst, weil also was, ja. Ich habe gar keinen Bock, Tastings und Nose zu erzählen. Ich will einfach nur diesen Whisky trinken und genießen. Also, ich bin halt auch echt ein totaler, also ich bin Bowmore-Fanboy, ich mag die Brennerei sehr gerne. Das ganze Konzept dahinter, der Konzern, das etwas Kommerzielle dahinter, das finde ich immer alles ein bisschen schwierig. Ich habe viele Jahre versucht, Bowmore nicht zu mögen. Ich schaffe es nicht. Ich liebe die Whiskys von Bowmore. Den 15er finde ich eine mega Preis-Leistungs-Empfehlung. Den hier auch. Also ganz ehrlich, wenn ihr den unter 80 Euro kriegt, es ist für mich eine Wucht. Ich finde den so lecker. Mhm. Essen, saumilder Whisky. Also wenn ihr rauchige, milde Whisky sucht, wenn ihr nicht die Fraktion, ja, muss immer Fassstärke sein, muss immer Single Cask und blablabla, ne? Wenn ihr wirklich auch mal sagt, ey Mann, entspannter Sipper, Feierabend-Whisky, mit dem man sich aufhalten kann, der entspannt ist, der rund ist, der weich ist. Und wie gesagt, ne, also das Paddy, kannst du echt Tasting-Tourette. Alles. Mhm. Tabak, Leder, Datteln, Beeren, Früchte, Rauch, und zwar von allen Ecken, Fleisch, Asche, mhm. Torf, Erde, Jod, also Braunbären, Grizzlybären, Waschbären, ja. Alle Bären, Koalabären, alles, Grizzlybären. Kennst du noch diese kleinen Süßigkeiten, diese Koalabären? Die sind auch da drin. Muss ich auch gerade dran denken, wo ich dachte, so, eigentlich hat er sogar recht mit den Koalabären, weil das sind die Schokoladengebäcknoten. Es ist halt auch so, fast wie ein bisschen beim, nicht ganz so extrem wie beim Mordlach, aber ich habe mir auch gedacht, so, gib mir ein Tasting Wheel für rauchige Whiskys und du wirst eigentlich fast irgendwas irgendwo treffen. Mhm. Er ist halt Sherry-lastig, das heißt, er ist natürlich jetzt kein Kaulida 12, Legit 12, es ist schon Sherry, Alt, Rauch. Und das in Perfektion für mich, ehrlich gesagt. Trocken, würzig, auf jeden Fall auch kräutrig, so ein bisschen hinten raus. Mir gefällt er gut, weil er nicht ganz so trocken, nicht ganz so wachsig und nicht ganz so in die Ananas-Lakritz-Note geht. Das finde ich gut. Finde ihn gut ausbalanciert, tolle Trinkstärke. Das ist halt auch so einer, also muss ich auch sagen, bei dem Preisgefüge, bei gefärbt und kühl gefiltert und so weiter, das ist auch was man so einen schweren Tumbler mal wirklich dann trinken kann, um einfach dann halt wirklich Whisky zu genießen und gut ist. Man kann sich damit aufhalten, muss man aber auch nicht. Ist ein, genau das, was du gesagt hast halt, ne? Wenn du nicht so Rauch in your face, Fassstärke, super Eiler brauchst,
sondern einfach gemütlich einen leckeren, rauchigen Whisky trinken möchtest, ein bisschen abschalten möchtest, funktioniert das auch super. Victor, Ja. ich hole nochmal die 15er raus. Hol nochmal den 15er raus, genau wollte ich gerade sagen, ist noch Suppe da. Wir haben ja quasi im anderen Glas noch unseren Beaumont 15 und den wollen wir jetzt mal vergleichen und wollen euch mal quasi ein Statement geben, ob einer von beiden besser ist im Sinne von Preis-Leistung. Kennst du noch diese Karamell-runden Dinger? Rollo hießen die, glaube ich, auch. Diese kleinen Dinger. Nur einmal probiert. Ich weiß, was du meinst, aber ich habe die nicht auf dem Schirm. Der riecht so karamellig jetzt. Ja. Oder wie Stork Riesen, weißt du? Stork Riesen, Frau Lange. Stork Riesen, bitte, Frau Lange. Also, was man ganz kurz sagen muss zum Thema Vergleich: Der Baumor 15 war länger im Glas jetzt. Der hat ein bisschen geatmet. Der Baumor 15, da wissen wir nur, dass Sherry-Fässer drin sind, also ein Sherry-Finish. Beim Baumor 18 wissen wir, dass es Oloroso und Pedro Ximénez Sherry sind, also wahrscheinlich immer das Gleiche. Wahrscheinlich die gleiche Kombination. Ja, Paddy macht wieder seinen Move, der ultimative Antworten bringen wird. Genau. Ach so, warte mal, hier. Wobei, beim 18er steht tatsächlich drauf, also hier, da werden auch Bourbonfässer drin sein, aber es steht vorne nur drauf, Rich Maturity from the Depth of Oloroso and Pedro Ximénez Sherry Cask. Also vielleicht ist es sogar eine Vollreifung, keine Ahnung. Ich glaube es nicht, aber der 15er ist halt definitiv ein Finish. Ich werde jetzt auch mal einen Schluck vom 15er nehmen. Einfach mal zum Vergleich. Die Nase ist aus meiner Sicht auch interessanterweise ein bisschen rauchiger, weil ja oft Rauch sich über die Zeit abbaut. Ich finde, man merkt hier deutlich, dass der 15er in der Nase etwas rauchiger ist. Was sagt am Gaumen? Paddy, you have the mic. Weil ich muss ja trinken. Ne? Hilf ja. Also Das tun wir nicht alles so. natürlich, ne, also der 15er stand gerade im Augenblick, weil bis wir die neue Session hier gestartet haben, der ist jetzt für mich sehr süß, karamellig, schokoladig geworden, aber auch so nicht mehr so dunkel schokoladig, eher hell schokoladig im Vergleich zu dem 18er. Kommt der süßer und leichter daher, ein bisschen rauchiger, ne, also Rauch ist auf jeden Fall noch da. Und er gefällt mir gerade aus dem ersten Stand tatsächlich besser als der 18er, weil ich es gerade halt super, super angenehm finde, wie diese Karamell-Schokoladensüße halt irgendwie aus dem Glas kommt. Das finde ich gerade mega toll. Auch Vanille finde ich gerade ganz deutlich und ich bin normalerweise sehr blind auf dem Vanilleauge. Ja, passt ja aber dazu, weil der 15er ist ja ein Finish. Das heißt, der wurde ja vorher in Bourbonfässern gereift und dann nochmal in Sherryfässer umgefüllt. Ich dachte, das Schotte Finish nicht, oder? Warum tue ich mir das eigentlich immer? Ach so, ja, weil ich Whisky trinke, richtig. Ich weiß es. Ich tue das an. Aber Genau. ja, es ist tatsächlich. Alleine trinken ist so depressiv, Mann. Deswegen machen wir das zu Genau. zweit. Ja, was ist genau der Punkt? Erst Bourbon, dann Sherry. Und deswegen auf jeden Fall auf der karamelligen, vanilligen Seite. Ich gehe jetzt nochmal zum 18er zurück. Also was man auf jeden Fall festhalten kann, glaube ich, Paddy, also da kannst du mir widersprechen oder zustimmen. Man kann, glaube ich, festhalten, der 15er hat klarere Aromen. Der sticht deutlich heraus mit seinen Aromen. Er ist rauchiger. Der 18er hat aufgrund seines Alters die Aromen etwas sind breiter aufgestellt. Es ist komplexer, es ist mehr verwoben, genau. Der Rauch ist ein bisschen runtergepegelt, der ist ein bisschen mehr sophisticated, mehr der Gentleman. Beide haben 43 Volumenprozente, also man kann die deswegen auch wunderbar vergleichen. Und? Spot-on-Tasting-Note nochmal. Bei Aldi früher gab es so Karamellpackungen, weißt du, wo so ganz viele verschiedene Karamellbonbons drin waren. Und da gab es so kleine Swirls, die in so einer Plastikfolie, die man echt schlecht abgekriegt hat. Wenn die so ein bisschen warm geworden sind, dann muss man die immer mit den Zähnen abziehen. Das hat voll genervt. Und Runde waren dort weiß und gelb. Das war mit Banane, das waren meine Lieblinge. Und dann gab es welche, die waren, okay, das sieht komisch aus, okay, sorry. Ich mach so. Die waren so rund. Weiß und hellbraun und das war so Schokolade und da gab es noch weiß und dunkelbraun und die Ja, dunkelbraun, das war Kaffee. ich weiß, Und was du meinst. diese Karamell-Kaffee-Kombination finde ich jetzt im 18er. Ja, absolut, definitiv. Aber das liegt einfach auch daran, dass man im 18er einfach alles finden kann, was man suchen will, glaube ich. Also ich finde es wirklich, ich bleibe dabei. Okay, pass auf. Paddy, ich mache mein Fazit, dann kriegst du das Mic und dann machst du dein Fazit. So. Für mich, und das hatte ich mir vorher eigentlich schon gedacht, ich wollte es aber nochmal bestätigen. Für mich ist es so, der 15er kostet immer so um die 50, 55 Euro. Der 18er kostet in der Regel 20 bis 25 € mehr. Aus meiner Sicht ist das genau das exakte Preisverhältnis, was ich diesem Whisky geben würde.
Ich finde beide hervorragend. Ich finde, der 15er ist für 50 bis 55 Euro ein Traum. Ich finde den 18er mit 70, 75 Euro ebenfalls ein Traum. Ich finde, beide haben ihre Daseinsberechtigung. Ich würde nicht sagen, einer ist besser als der andere. Ich würde einfach sagen, sie sind anders. Ich finde, der 18er ist tiefer. Er ist komplexer, er ist breiter. Ich würde den 18er auch alleine trinken. Ich würde den nicht in Kombination mit anderen Whiskys trinken. Der 15er ist halt ein einfacherer Sipper. So, das ist meine Meinung. Aus meiner Sicht beide eine totale Empfehlung, ehrlich gesagt. Ich finde sie beide schweinegeil. Ich würde den 18er aber empfehlen, allein zu trinken. Ich würde ihn nicht mit anderen Whiskys kombinieren. Das ist meine Meinung. Mhm. Ich habe es nochmal intensiv durchprobiert. mein Fazit. Ich mag den 15er Stand heute ein wenig lieber, weil er etwas freundlicher rüberkommt. Er ist ein bisschen auf der süßeren Seite. Er ist ein bisschen gefälliger dadurch, dass es ein Finish ist. Sind ein bisschen mehr Bourbonfässer drin. Die Noten mag ich gerade sehr gerne. Liegt aber, glaube ich, an der Jahreszeit. Ich glaube, wenn es Richtung Winter geht, würde ich den 18er bevorzugen, weil er dann ein bisschen winterlicher ist, ein bisschen weihnachtlicher. Den kann ich mir in einer kühleren Jahreszeit wirklich noch ein bisschen besser vorstellen. Beide haben Daseinsberechtigung. Beide in dem heutigen, in den aktuellen Preisgefüge definitiv noch preis-leistungstechnisch vollkommen in Ordnung. Klar, kühl gefiltert, gefärbt und so weiter und so fort. Für 43 Volumenprozente sind das aber wirklich tolle Whiskys, die man einfach trinken und genießen kann und dabei Spaß hat. Ja, das sind Standards, die sind auch noch verfügbar, die kann man kaufen. Die findet man easy, glaube ich. Ob beim Local Dealer um die Ecke oder halt irgendwo im Netz, kann man definitiv da mal für mich auch nichts falsch machen. Also wenn man Isla Whiskys mag, wenn man Age Statement mag, wenn man sowas haben möchte, wenn man mit 43 Volumenprozente zufrieden ist und safe ist und wirklich einfach mal was Schönes sucht, dann macht man da nichts falsch. Hm. Finde ich beide toll, beide Daseinsberechtigung. Heute der 15er für mich der Sieger. Und wenn ihr Bock habt, no sponsored content, wenn ihr Schokolade zum Whisky haben wollt, schwarze Herrenschokolade, 1 Euro bei Edeka, Billo Schokolade. Wir verwenden die seit Jahren auf Tastings. Wir haben so viele verschiedene andere Schokoladen durchprobiert. Bio, Fairtrade, High-End, alles. Es ist so eine perfekte Schokolade für Whiskys. Und gerade Bowmore, gerade rauchige Whiskys mit Schokolade, ein Traum. Bowmore hat eh schon Schokolade genoten. Ich glaube, also wie gesagt, wir haben vorher zwei Whiskys getrunken. Und ich glaube auch, dass im direkten Vergleich der 15er einfach ein bisschen vorn liegt, auch weil die Aromen deutlicher sind. Weil er rauchiger ist, weil er klarer definierter Aromen hat, weil der 18er ist aus meiner Sicht einfach filigraner und feiner. Und deswegen sage ich auch, echt, machst du? Ja, okay, gut, fair enough. Nee. Hier kann ich gleich intervenieren. Ich weiß ganz genau, was passiert, wenn wir die zusammenschütten, schmeckt es wie eine Living Bottle. Das war's. Ja, die werden sich aufheben, weil die beide gut sind, werden die sich aufheben. Das haben wir jetzt ein paar Mal probiert. Jedes Mal Plus und Plus ergibt hier Minus. Das ist jedenfalls bei Whisky tatsächlich der Fall. Andere kann man pimpen mit Rauch, aber einen Raucher zusammenmischen, hast du halt so ein Living Bottle und schmeckt halt wie Glen Random aus Insel Isla. Ja. Smoky, Smoky irgendwas, weißt du? Genau, okay. Also ich würde auch sagen, damit sind wir durch mit dem Bowmore 18. Aus meiner Sicht ist das eine klare Empfehlung. Ich finde den super lecker. Ich werde den auch immer wieder kaufen, solange er auf dem Markt ist, wird er bei mir im Regal stehen. Großer Fan. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr zu Bowmore steht. Paddy? Genau. Bring mal deinen. Ansonsten schreibt mal in die Kommentare, was man gegen Fruchtfliegen machen kann. Danke, Fruchtfliegen. Like dieses Video, geht auf unseren Carbonal. Geht auf unseren Kanal, abonniert den bitte und macht die Benachrichtigung an. Das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Morgens Aronal, abends Carbonara. Geht auf die Carbonara, abonniert die Carbonara. Mangiare. Sorry. Schaut bei Facebook und bei Instagram vorbei, schaut auf der Website vorbei, www.malt-mariners.com. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns gerne ein Foto beim Whisky trinken oder beim Angeln oder beim Skispringen oder sowas schicken. Dann blenden wir euch hier ein als Malt Mariner der Woche. Ansonsten sind wir auch bei Patreon, also da lassen wir digital den Hut rumgehen. Da könnt ihr einfach mal eine Mark reinschmeißen, wenn ihr Bock habt. Damit unterstützen wir hier diesen Kanal. Aber jetzt sind wir erstmal raus. Ich gehe raus mit dem Bowmore 15 und dann sagen wir, so wie immer, bis später. Ich gehe raus mit dem Bowmore 18. Bis später. Hm.
befürchte, ich muss den 18er auch noch leer machen. Ne? Ja. Lecker. Oder wir haben früher 8 Videos gedreht. 8. 10. Easy. Und vor allen Dingen war das ja auch immer, dass wir andauernd die Gläser leer gemacht haben, wie die Irren, Alter. Jedes Mal so, was schmecke ich denn? Oh, ich muss nochmal probieren. Ich meine, gut, ich mache die Gläser immer noch leer. Ich wollte gerade sagen, du machst es eigentlich immer noch. Also. Du, wenn es schmeckt, was soll man machen? Ja. Was soll ich denn ein halbes Sample überlassen? Als ob ich das dann noch leer trinke. Lächerlich. Das ist so wie Leute, die einen Kinderriegel auspacken, eine Rippe abmachen und dann das Ding wieder einpacken. Verrückt. Psychopathen. Ich sag's dir. Oder Leute, weißt du, wenn ich sowas sehe wie Chips, wieder verschließbar. Was für ein Schwachsinn. Das macht doch keiner. Bitte. Seid doch mal ehrlich. Eine Schokolade wird ausgepackt und wie eine Scheibe Brot gegessen. So. Ehrlich. Oh Mann, ey. So ist halt mit dem Sample. Das trinkst du aus. Was ist 3cl Whisky? Hallo. Kennt euer Limit. Kennt euer Limit, Leute. Ich bin Profi, ich dachte. Das kannst du nicht senden. Das darfst du nicht senden. Natürlich sei nicht das, Alter. Das ist wieder traumhaft der Aufsehen. Okay. Whisky-Fans, wir müssen uns beeilen. Das Kabel ist defekt. Das war auch lustig. Du hast gerade das Zoom-Meeting gestartet. Ich habe auf Annehmen geklickt und dann machte die Kamera. Und dann habe ich so das Kabel weg. Wir drehen einfach und hoffen aufs Beste. Genau. Ich muss mich nur sehr langsam bewegen. Ich habe hier irgendwo in meiner riesen Sammelsorium-Kiste einen Bowmore 18. Da ist er. Nice. Da ist die kleine Mausi, ne? Ja. Oh Gott, der Alkohol wirkt. Boah, die Fruchtfliege sitzt schon in der Nähe von dem Glas, was wir noch zum Vergleich hier haben. Und die Fruchtfliege guckt schon auf das Glas und ich denke mir nur so, guck nicht. Das ist meins. Ich muss irgendwas zum drauflegen. Ja, also es hat auch gerade bei dir schon wieder irgendwas geplingt. Ich hoffe echt, dass das jetzt funktioniert. Nee, alles gut. Das Plingen war gerade vom Glas. Weil ich gerade gemerkt habe, dass die Canon-Kameraabdeckung fast auf das Glencairn-Glas passt.